Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Kingdoms and Castles. Ja, mal kurz gucken, wo wir überhaupt waren. Ja, also wir haben jetzt zuletzt hier ne, paar Schweine gemacht, bisschen die Köhler dahingesetzt und erweitert. Oh, hier haben wir noch einen Köhler, den wir wegstellen müssten. Sehe ich gerade, der muss weg. Zack, tschüss. Okay, gucke ich nochmal kurz, was man noch alles machen kann. Wir haben hier erstmal die beiden Schmieden, das ist schon mal sehr gut. Die bleiben auch da. Unser Essen ist doch ein bisschen suboptimal, sag ich mal. Ah, den hier können wir auch wegmachen, weil wir ja die hier gebaut haben. So, dann kann der hier weg. So, könnt ihr das alles hier abholzen. Braucht ihr eh keine Sau mehr. Auch bei der Hexe. Da wir keine Wölfe mehr da haben, ne? Gut, dann lass ich das immer machen. Dann stelle ich hier noch den Köhler. Der Köhler kommt weg. So. Dann stelle ich nachher noch ein paar von den, wie heißen die nochmal? Getreidespeicher hin. Dann können die es besser einlagern. Beziehungsweise schneller einlagern. Ich habe gar nicht auf Abholzen geklickt. Ich habe auf Nicht-Abholzen geklickt. Ist ein Unterschied. Genau wie hier. Der kann auch weg. So, weil wir jetzt die beiden da haben. Dann können wir auch hier abholzen. Alles, auch das hier. Schon wieder der falsche. Ist doch nicht wahr. So, bis hierhin, zack. Weil in dem Gebiet machen wir jetzt ja. Ja, 99. Sehr schön. Gut, hier haben wir einen Brunnen. Wir könnten dann unsere Plantagen hierhin verfrachten. So, damit wir die hier freikriegen. Und dann können wir hier so einen kleinen, vielleicht ein, ja, weiß nicht, die Ballisten können wir dann höher stellen. So, okay, was ist das nochmal hier? Als die Feuerwehr. Schade, dass man auch nichts verstellen kann, sondern nur abreißen kann. Oh, wir haben einen Drachenangriff. Okay, der sollte eigentlich, ups, oh. Ballisten, alle Mann an die Ballisten. Ein Drache wurde gesichtet. An die Ballisten. Mach den weg. Mach den weg! Es wäre sehr unpraktisch, wenn dieser Drache uns da ein bisschen den Arsch verbrennen kann. Oh Gott. Der fliegt dahin, wo... Wo haben wir denn meine Leute? Wo sind meine Leute? Leute? Hallo? Hallo? Hä? Wo hab ich denn meine... Ich trage doch meinen Banner. Da habe ich sie. Habe ich da vergessen? So, schicke ich die mal hier hin. Schießballisten! Du schieß doch! Schieß doch! Da ist ein Drache! Geht doch. Erste Ballista gezogen. Sehr schön. Kann man hier hinstellen lassen. Und dann sollte es eigentlich auch gehen. Oh nein, meine Getreidefelder! Boah, direkt kaputt. Direkt kaputt, ich glaube, takt. Alter, ne? Ach komm, dann können wir die Drachen erstmal da mit den Salven verabschieden. Mein Obstgärten brennt auch. Schieß den noch nieder. Der ist doch so gut wie tot, Mann. Alter, ich glaube, der ist tot. Der hat gar keine Lebensanzeige mehr beim Kopf gehabt. Und die haben nicht geschossen. Was soll das denn? Was soll das denn? Da ist ein toter Drache und... wo haben wir noch einen toten Drachen? Hier ist ein toter Drache, da ist ein toter Drache. Gut. Komischerweise hat der überlebt. Ne? Also, das macht ja auch fast gar keinen Sinn. Aber wenn das Spiel sagt, der hat überlebt, dann hat er überlebt. Wollen wir dem Spiel mal nicht dazwischen reden, ne? Er freut sich über den kürzlichen Tod eines Drachen. Ja, das finde ich super. Oh, guck mal, unser Schwein und unsere Fisch- und Schweinproduktion ist nicht gerade hoch. Das hier ist ein offenes Meer. Deshalb habe ich mir überlegt, nehmen wir die hier weg, benutzen dieses Gebiet und platzieren die alle hier hin. Hier, die hier werden wir hierhin verfrachten. Beziehungsweise hier auch noch einen, den wir auch jetzt mal zumachen können. Weil man braucht ja keine Sau hier das Loch. Wer ist denn das? Da auch noch ein Loch. Die sind auch recht teuer, ne? Warte mal, was packen die da rein? Die packen da... Okay, die brauchen 10 Werkzeuge.
45 Gold und 30 Holz, um ein Loch zu machen. Interessant. Okay. Gut. Der Altemar spielt Total War Warhammer 2. Hab gehört, soll ein gutes Spiel sein. Bin aber zu schlecht dafür. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, was machen wir denn da Feines? Das Loch machen wir auch zu, weil wir es können. So, haben wir es auch zu. Gut, dann gucke ich mal, können wir schon mal anfangen mit unserer Mauerproduktion, ne? Oh, guck mal hier. Warum reißt es denn nicht ab? Habe ich vergessen auszuwählen. Da haben wir auch noch ein Loch dafür stopfen müssen. Ich glaube, es geht los. Okay, doke. Wir brauchen mehr Leute, aber wir müssen erstmal die Essensproduktion so auf die Kette kriegen, damit... das ist hier gleich die Essensproduktion. Hier ist die Essensproduktion. Damit wir halt kein Essen verlieren. Wir verlieren pro Jahr verloren durch Ernte 0. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das heißt, wir brauchen einfach nur mehr Felder. So ein 5x5 Feld passt hier nicht mehr hin. Wenn das, sobald dazu hier ist, dann passt da noch eins hin. Da müssen wir die Straße einmal kurz erweitern, damit das dort dahin damit das da hinpasst. Gucken wir mal, wo ist denn hier Straße? Ziehe ich einfach mal bis hier hin. So, das connecten wir mal, damit die auch langlaufen können. So, dann können wir jetzt mal gucken. Vielleicht können wir noch ein paar Straßen upgraden. Einfach nur, weil wir gerade dabei sind. So. Hier. Natürlich wäre... Oh, da war auch eine super Straße. Ja, perfekt. Hier haben wir auch noch was. So, diese Stelle. Und diese Stelle hier. Oh, nein, was machst du da? So, damit die schneller laufen können. Wenn die schneller laufen können, ist immer sehr gut. Das gibt nämlich die Geschwindigkeit, also können halt schneller laufen, wodurch die Sachen von A nach B besser schneller transportiert werden können. Was natürlich super praktisch ist, ne? Und wir können eine Straße platzieren, okay. Mehr Stein haben wir erstmal nicht. Dann können wir die Leute, die können auch auf den Ballisten bleiben. Weil ja jetzt die Wikinger kommen, die versuchen uns auch nochmal den Arsch. Was auch nur super, super geil ist, ne? Was sagt das denn? Guck mal, oh, 0, 0. Hä? Warum denn? Ich habe doch Sachen abgerissen. Ach, wegen den Ballisten. Mhm, okay, macht Sinn. Aber das Schwein, die Schweinindustrie muss immer oben bleiben. Wie die Obstgärten und allem. Deshalb ist es nicht so schlimm, wenn die Schmiede runtergeht. Oh, die Minenarbeiter gehen auch ein bisschen runter. Auch nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Oh, was? Kein Geld? Was? Wie jetzt? Warum denn kein Geld? Müssen wir die Steuern erhöhen? Was? Ach ja, die kosten Geld. Die kosten ja Geld. Oh, shit. 4 Schiffe! Ich bin am Arsch. Ich bin am Arsch, Leute. Ich bin am Arsch. Oh, nee. Die kommen von hier. Ach, da, wo es noch am schlimmsten ist sogar. Oh, nö. Das schaffe ich niemals in der Zeit, noch was aufzubauen. Ja, das ist unpraktisch, ne? Wir brauchen eine bessere Verteidigung. Dann warte ich mal, bis sie hier sind. In der Zwischenzeit trinke ich mal schnell was. So, schnell was getrunken. Oh, da sitzt einer im Wasser. Was natürlich sehr unschön ist. Ich sehe, euer neuer Platz wurde geschaffen, indem wir... Okay, gut, sehr schön. Können wir in der Zwischenzeit... Wir brauchen auch Ritter und alles. Wir müssen uns jetzt ein bisschen mehr auf Verteidigung konzentrieren. Ich kann jetzt nicht einfach die ganze Zeit meine Straßen erstmal upgraden. Erstmal muss das Wichtigste stehen, nämlich die Verteidigung. Sobald diese steht, können wir uns auf die Kleinigkeiten konzentrieren. Wo bleiben die denn? Oh Gott. Ja, guck mal. Die Wölfe haben auch da ein bisschen an den gesnackt. Was ich auch gesehen habe, ist ganz praktisch, ist ein Graben zu machen. Deshalb werden wir hier abreißen. Hier. Hier einen Graben ziehen. Dann haben wir da schon mal Schutz. Da machen wir eine Zugbrücke hin. Dann kommt ja hier noch der Wall hin. So. Dann machen wir drum herum Ja, ist das nochmal. Hab doch gerade gesagt, Graben. Genau. So, dann schicken wir mal hier hin. So, ich hoffe mal, da steht keiner im Wasser. An die Front!
Schuss! Schießt, Leute, schießt! Schießt, Leute! Sehr schön. Geht auch. Oh ja. Oh, Fallregen. Oh nein! So in der Reichweite der Ballisten. Ah nein. Also, dass die Leute auch nicht nach Hause rennen, ne? Die bleiben einfach stehen. Die laufen einfach rum. Das sind Wikinger. Oh nein, das ist ganz schlimm. Lass mal einfach da rumlaufen weiter. Das ist ja nicht mehr so schlimm. Schieß die... Ey, guck mal, schieß die doch platt. Schieß die platt, Mann. Die nehmen Leute mit. Oh Gott, die haben voll viel Geld geklaut. Okay, nicht so viel Geld wie gedacht. Sehr schön. Gold haben die nicht mehr bekommen. Oh shit, der hat uns die Tür eingerissen. Der hat uns die Tür eingerissen. Oh, sehr schön. Slayer of Orcs. Orcs. Justin Rurig starb an Altersschwäche zusammen mit 4 anderen Untertanen. Oh, das ist natürlich unschön. Was? 36? Was? 40? Hä? Können die denn plötzlich dann... Oh, da ist noch einer. Ich dachte, der wäre schon weg. Sehr schön. Alle getötet. Sehr gut. Gut, in der Zwischenzeit können wir schon mal weiter unsere Verteidigung aufbauen. Das Holz bauen wir mal hier ab. So. Da. Damit wir dann da Platz haben. Dann werden wir hier erstmal an der Seite. So. Und so. Ja, mehr Stein haben wir nicht. Erstmal. Wird aber in der Zwischenzeit nachproduziert, wodurch wir jetzt genug wieder haben für ein neues, ne? Ja, sehr schön. So. Oh, ja, ich warte jetzt einfach mal. Das wäre natürlich praktisch. Gut, aktuell brauchen wir keine Leute auf den Ballisten und als Militärausbildung. Deshalb können wir die erstmal rausnehmen, wodurch wir ein paar mehr Leute haben. Überall. Gut, erstmal auf die Verteidigung konzentrieren. Zwischenzeitlich noch gucken, ob wir Essen, vom Essen her ist es gut. Verzehr in Tavernen, Verzehr in Häusern. Wir müssen aber dennoch noch erhöhen. Consumed by Pigs, Food produced by Pigs. Ja, guck mal, das ist natürlich sehr unschön. Die produzieren 28, wir essen aber 58. Gut, wir haben aber auch ein paar Leute über erstmal. Werden wir da Metzger direkt vor der Schnute packen, hier so. Zack, damit ihr aus den Schweinen auch direkt noch ein paar lecker Schnitzel und so machen können. Ja, ich weiß, liebe Veganer, tut mir leid, aber in dem Spiel müssen wir halt darum kämpfen. Wollen jetzt auch nicht politisch werden, ne? Also, fangen wir gar nicht erst mit dem Thema an hier. Veganismus und Nicht-Veganismus. Da dies ein unpolitischer Channel ist. Meine Meinung vertrete ich wohl gerne, aber das ist auch meine Meinung. Und meist schwafel ich einfach nur rum, um irgendwas zu sagen, weil ich muss irgendwas sagen. Ne? Deshalb. Gut, die Mauern werden wir auch noch erhöhen. Wir werden das Ding auch noch erhöhen. So eine Wasserwand wäre auch ganz geil. Wasserwall. Ja, das ist ja ganz gut. Machen wir bis hier. Zack. Dann hier rüber. Zack. Gut. Zwischenzeit produzieren wir mehr Steinchen. Ein paar Steinchen, die wir rüberschmeißen können. So, guck mal, können wir das direkt zumachen hier. Zack. Da machen wir nachher ein Burgtor hin. Wodurch wir das jetzt so machen können. Das wird ja später hier rüber gehen. Deshalb mache ich die schon mal dahin. So. Damit es schon mal vorgemacht wird. Dann können wir hier ein Burgtor machen, hier ein Burgtor. Und dann werden wir die auch upgraden. In der Zwischenzeit. Wir haben einen neuen... Haben wir ein bisschen mehr Platz für Häuser? Nicht ganz, aber auch nicht. Das heißt, hier können wir noch nicht hinsetzen. Nein, das ist Schitter wegen die Köhler. Deshalb, wir haben volle Betten. Das heißt, wir müssen irgendwo welche platzieren. Oh, machen wir die Steuern mal wieder runter. Ja, sowieso wieder ein bisschen mehr Geld. Wie kriegen wir denn Geld? Steuereinnahmen. Durch Steuereinnahmen kriegen wir nur Geld, ne? Der Rest verbraucht Geld. Was natürlich sehr suboptimal ist. Deshalb, wer will denn in der Schweinefarm wohnen? Da will doch keine Sau wohnen. Ja, hier will doch einer wohnen. Da wollen welche wohnen. Gut, machen wir. Gut, die können wir schon mal... Ne, die können wir noch nicht abreißen. Soweit wir die hier haben, hingesetzt haben, werde ich die da hinten abreißen. So, Fischer. Wo war denn die Fischerhütte? Hier war doch die Fischerhütte. Zack. Eine konnten wir bauen, dann können wir eine abreißen.
So, abreißen. Dann können wir nämlich da dann, ne, das werden wir dann nutzen, da wenn wir Sachen platzieren. So bis hier. So. Da in dem Bereich. Ja, in dem Bereich. Da versuchen wir dann eine Mauer einzusetzen. Sah gerade so aus, als wäre der Turm schief, aber das war nur die Optik. Seht ihr? Sieht schief aus, ist aber nicht schief. Da seid ihr schief gewickelt, meine Freunde. Seid ihr schief gewickelt. So, gut, läuft. Ah, die wurden direkt nachgeforstet, ne? Was natürlich sehr suboptimal ist. Wir werden aber erstmal so machen. Zack. Und dort in der Zwischenzeit, während wir neue Steine kriegen, lassen wir die gleich nochmal abholzen. So, dann haben wir schon mal die erste Reihe durch. Wodurch ja auch wieder Verteidigung ist, wodurch die ja dann nicht dahin gehen wollen würden. Weil das war ja unser schwächster Punkt. Der wird erstmal verbessert. Dann sollte das gehen. Schade wäre natürlich, schön wäre natürlich, wenn wir das hier versetzen könnten. Weil eine Feuerwehr abreißen ist natürlich immer unschön. So, wo haben wir denn die Feuerwehr? Wir haben die Feuerwehr hier. Eine Feuerwehr nochmal hier hinsetzen, so, zack. Gut, gut. Da, genau, da war doch mit den Obstgärten doch was, ne? Da war doch was am Laufen mit denen. So, eins und zwei, dann können wir die abreißen hier. So und so. Okidoki. Hier haben wir jetzt auch wieder mehr Platz. Das Ding hier brauchen wir hier nicht mehr. Das werden die nachher oben lagern. Ich brauche noch ein großes Lager. Generell mehr Lager. Damit die auch einlagern können. Ne? Hier wäre doch eine ganz gute Stelle für Lager. Da passt nicht, weil keine Straße, zu weit von der Straße entfernt. Ernsthaft? Das ist doch nicht wahr. Machen wir so. Dann haben wir hier Lagerplätze, die ja schön hinlagern können und von dort aus verteilen können. Direkt neben den Hafen, weil der Hafen dient ja auch als Lagerplatz. Gucken wir mal. Können wir irgendwas verkaufen? Wir können ein bisschen Kohle, Holzkohle verkaufen, ne? Können wir auch direkt mal machen. Verkaufen. Holzkohle. Wie viel können wir verkaufen? 9999. Nur 100. Das ist gemein. Was können wir noch verkaufen? Wir könnten noch theoretisch Holz verkaufen. Machen wir auch mal. So, weil wir gerade einiges an Holz da haben. Wir könnten noch ein paar hiervon verkaufen. Einfach mal so 10. So, Kopf abschließen. Zack, haben wir noch ein bisschen Gold dazu bekommen. Immer ganz gut. Sodele. Das ist kaputt. Das ist hingestellt worden. Sehr schön. Dann kann ich in der Zwischenzeit nochmal ein neues hinsetzen. Neues hinsetzen. Das war mein, das war das Wort, was ich gesucht habe. Dankeschön. Guck mal, hier passt auch sogar noch, ne? Hat's gepasst? Ne, hat nicht gepasst. Ich dachte, es hat gepasst. So, jetzt aber. Gut, dann können wir nachher die Felder noch verschieben. Die werden wir dann einfach mal hier hinsetzen. Sobald das Ding hier weg ist. Ah, hier ist schon weg, ne? Können wir jetzt eine Straße setzen. Eine Straße. So, verbrauchen wir zwar Steine. Aber ist nicht ganz so schlimm. Die kriegen wir nachher wieder rein. So. Wir brauchen zwar die Mauer, aber das sind noch 4 bis 5, jeweils 4 und 5 einmal 4 Jahre, bis die nochmal angreifen. So, guck mal. Oh, perfekt. Guck mal, die räumen jetzt alles rüber. Die räumen jetzt alle drüber und bauen. So mustert, Leute. So mustert. Sehr schön. Da haben wir schon mal einen Lagerplatz fertig. Da ist jemand gestorben. Und weiter geht's. Sehr schön. Oh, wir haben Betten 597. Wir haben noch 32 Untätige. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Unsere Steinproduktion ging auch wieder ein bisschen hoch. Oder wieder noch ein bisschen hiervon bauen können. Dann werden wir erstmal hier abreißen. So, hier abreißen, da abreißen. Macht mal bitte schnell. Damit ich in der Zwischenzeit das da hinsetzen kann. Komm, macht mal, Leute. Macht mal weg da. Sehr schön, da macht er gerade weg. Sobald das blau ist, setze ich das da hin. Und noch ein Baum ist über da von den zweien. Ja, das ging ja schneller als hier. So, zack. Okay, sehr gut. Können wir leider nicht machen, weil wir dafür halt noch was anderes brauchen. Habe ich da... Ich habe da noch 2 Fischerhütten, ne? Ich habe gedacht, ich habe da weniger. Okay. Gut, jetzt haben wir den Platz hier. Dann können wir die Felder bauen. Die können ja nur zack, 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 zack und zack. Dann hier nochmal. Aber dafür habe ich nicht fruchtbar genug. Ah, das ist natürlich unschön. Dann lasse ich mal Platz dazwischen. So und dann hier hoch.
Und so, dann habe ich dann noch welche Felder. Die kann ich dann hier abreißen. Obwohl, da warte ich erstmal bis zum Winter. Und dann holen die erstmal das Zeug rein. Dann können wir das nachher nämlich dann hier umsetzen. Da, so rum wird ein Schuh draus. Daraus, die baue ich auch ab. Die baue ich dann hier hin. Wäre natürlich praktisch gewesen, wenn ich die dazwischen gepackt hätte. Aber so weit habe ich, glaube ich, gar nicht gedacht. Ja, das gebe ich ehrlich zu. Lassen wir die erstmal ein bisschen wuseln. So, das wird ein kleiner dezenter eine kleine dezente Überlänge. Da ich noch mal kurz das hier fertig machen möchte. Das hier hinsetzen und das hier abreißen. So, zack, so wird ein Schuh draus. Zack. Hier können wir gleich noch die Straße erweitern. Ah Mist, jetzt habe ich das dahin platziert. Das ist natürlich sehr unschön. Das muss ich leider abreißen. Ah nee, guck mal, die Mauer geht so, zack, zack. Ja, die muss so gehen. Drei Felder müssen weg. Für die Mauer. Mauer ist wichtiger. So, okay, dann kann ich mal wieder verlangsamen. Das haben die ja fast weggeräumt. Dann kann ich schon mal hier zwei Fischerhütten bauen. Haben die auch schon, sind noch fast fertig hier. Fischerhütten. Wo haben wir denn die Fischerhütten? Da haben wir die Fischerhütten. So und so. Dann haben wir erstmal hier alle Fischer, die schön aufs Meer raus schippern können. Hier ist ja einiges an Fisch. Sagt in unsere Nahrung. Minus 55, ja, das lag daran, weil wir einiges zerstört hatten. Wieder hochgehen, definitiv. Wir lassen erstmal hier noch fischen. Guck mal, in der Zwischenzeit haben wir noch ein bisschen Stein bekommen, was wir erstmal direkt hier verbauen. So, so und so. Ich weiß, das sieht verdammt hässlich aus, aber Sicherheit ist mir wichtiger als Schönheit. Ganz ehrlich, das ist mir wichtiger. Aber liebe Freunde, ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr noch nicht getan habt. Und Glocke aktivieren, damit ihr auch immer Benachrichtigungen bekommt. Ist eine ganz kleine Glocke direkt neben den Abonnier-Button. Und das besondere Schöne bei der Glocke ist auch, du kannst einstellen, wie du benachrichtigt werden möchtest. Ist immer ganz gut. Vielen Dank fürs Zuschauen heute rein, euer Dragonplay. Ciao, ciao.